Wir sind wieder zurück, Leute. Wie gesagt, so heute mit dem neuen Video hier auf meinem Trailer. Also, wir sind jetzt gerade immer noch dabei gesetzt. Wir haben jetzt gerade testedich.de reingehauen gesetzt. Wir haben gerade das Quiz vom Drachenlord gemacht und jetzt machen wir einfach mal das Quiz von. Oh, ich habe eine Sprachnotiz bekommen. Von meinem Schwager, der hat Geburtstag. Alles Gute nochmal an dich. Von Montana Black machen wir jetzt mal ein Quiz gesetzt. So, ich wollte mal da mal reinschauen, ob ich was weiß gesetzt. So, also, Alter. Müsste ich jetzt lügen? Weiß ich nicht. 37, glaube ich. Nee, 30. Montana Black ist doch nicht so alt, Alter. 30, sage ich. Wie gründet er seit wann? Also, wann gründet er allerdings seinen Hauptkanal? Das war nämlich 2009, 2004 ist zu lange her. Hat er auf seinen Zweitkanal mehr Videos als auf seinen Hauptkanal? Nein. Wie heißt Monte? Marcel heißt er. So, wie viele Aufrufe hat sein Hauptkanal? 30, sag ich jetzt. Eigentlich sagt man nochmal links die Goldene Mitte. Warte, links hier. Wie viele Fans kamen beim Fantreffen insgesamt in Hamburg und Gütersloh? Ich glaube, das waren über 3000. Wie heißt sein Buch? Und vom Tätowierer zum YouTuber, vom Schuhspenser zum Streamer, vom Junkie zum YouTuber, das weiß ich genau. Mit wem spielt er oft? Mario Kart. Flying Uwe natürlich. Wenn das hier. Get on my level. LVL heißt es. Ja. Links hier. Wie lange wurde sein Twitch-Account gesperrt? 30 Tage. Oh shit, holy shit, Alter. Wenn ich jetzt gewinne, mit Hanna, wie gesetzt. Aber das ist wieder blöd, wie gesetzt. Jetzt könnte man denken, wie gesetzt, so, dass ich es schon öfters gemacht habe. Aber ich habe es wirklich nur einmal gemacht. Ich bin ein Ehrenmann, wie gesetzt. Frag ihn. Er ist aber der größte Lügner. 7 von 10, Alter. Wir sind gut, Alter. Ich kenne ihn richtig gut. Wir sind Best Friends, Alter. Das Programm schreibt, wir sind Best Friends. Ich rufe ihn an, warte. Jo, Monte, na, alles klar bei dir? Ja, wir haben gerade Dings hier auf YouTube gesagt. So, auf YouTube wollte ich gerade sagen. Ich habe gerade gesagt, auf YouTube gesagt. So, nein, wir haben auf YouTube gesagt, dein Video gesehen von richtiger Kevin gesagt, dass du Drachenlord sein Quiz gemacht hast und wir wollten auch mal auf Teste dich gehen und wir haben jetzt einmal deinen aus die da, du gemacht und ja, wir haben gerade gesehen und so, dass ja, wir haben 7 richtige, cool. Ach so, ja, okay, gut, sorry, dass ich angefangen Arsch, Leute. War ein Witz. Nee, aber 7 sind gut. Aber ist okay, gut. Also Montana, der ist ja auch wirklich so, dass ich Dings hier. Er ist schon 31, okay. Die Antwort haben wir richtig und hat er auf seinen Zweitkanal mehr Videos? Na. Echt, der hat jetzt auch sein. Ja, das ist sein Zweitkanal, ist doch sein Game. Ja, sind Gamer-Dings hier. Das war richtig. Diese war auch richtig. 1000 waren das. Okay, gut, alles klar. Deine Antwort war richtig, 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 Ist alles richtig. gut. Alles sonst richtig gesagt. So. Gut, das mit den Streamern, das wusste ich jetzt. So, dass da so viele da waren, das wusste ich nicht. Gut, das wusste ich jetzt auch nicht, weil ich habe immer nur seinen Hauptkanal geguckt. Und hier, das ist natürlich peinlich. Gut, alles klar, wie gesagt. So. Was haben wir denn noch? Wie gesagt, so von Bibi. Wollen wir schnell. Wir machen einfach noch Bibi hinten dran. Bibi und Tina, geil. Bibi Beauty Palace. Palsen. Was? Was weißt du über Bibi Palace? Ich kenne mich mit den. Eine Frage! Eine von 10. Nee, eine von 10, da steht nichts so Ach viel. so, okay, Leute, wir sind einfach dabei. Meine Brille, es schwitzt hier, ey. Oh, ich schwitze hier einfach. So, okay, wir machen einfach weiter so. Ich glaube. Natürlich, sie heißt Bianca. Das weiß ich genau. So, Bibi hat am 21.06.1989 Geburtstag. Ja, das weiß ich auch, wie gesagt, weil ich letztens da war. Sie lebt in Hamburg. Das ist falsch, das stimmt nicht. Wie gesagt, so, sie ist 26 Jahre alt. Ja, das ist wahr. So, dann Bibis Mann heißt Jan. Das ist falsch. Bibi ist Mama. Yes, das ist richtig. So, Bibi ist Sternzeichen ist Steinbock. Das ist falsch. So, Bibi hat mit ihrem Kanal 2010 angefangen. Das ist wahr. So, Bibi hat erst 150 hochgeladen. Das ist falsch. Bibi kommt aus Deutschland. Das ist falsch. War ein Spaß. Das ist natürlich wahr. 7 wieder, Alter. Ohne Scheißdreck. Ich bin gut, Alter. Ich kenne sie, obwohl ich sie gar nicht kenne. Schauen wir mal die Fragen Ich hätte alles an. Wo sind falsch. die Fragen? Du hättest alles falsch gehabt? Ja. Echt? Wo sind die? Ach so. Was ich falsch und richtig hatte, wollte ich jetzt gerade sehen. Was hatte ich denn falsch? Im Durchschnitt haben die 361 Zwölfer Eier gegessen. Okay, zeigt keine Auswertung, also. Brutal! So, wem können wir noch?
Flying Uwe, soll ich mal Flying Uwe mal gucken, ob der drin ist? Wer ist das? Oh Gott, du kennst nicht Flying Uwe. Oh Gott, schämlich, Alter. Wirklich ohne Scheiß, so schämlich. Schämlich so heftig. Flying Uwe Quiz. Ach, der Typ doch. Das gehört der Typ doch. Hört daraus. Ist schon cool. Uwe überlegt, in die USA auszuwandern. Yes, das ist stimmt. Sein Freund seit und ein Haus weiter. Ja, das stimmt. Uwes Vater ist an Drogen gestorben. Das ist wahr. Uwe hat einen von Case King spezial angefertigten PC, den man für was? 10.000 sind das? Ja, 10.000 kaufen kann. Wahr. Uwe besitzt zwei Firmen, Neosubs und Simlogs. Yes. So, Uwe wohnt in Hamburg Zentrum. Ich weiß gar nicht, ob das Zentrum ist, aber ich. Zentrum ist aber ich eigentlich Dings hier. Nee, falsch. Nicht Zentrum. Uwe hat Stand Mai 2017 über 1 Million Abonnenten auf YouTube. Wahr. So. Achso, Uwe lädt jeden Samstag eine Folge Call of Duty mit der Crew hoch. Falsch, Alter, der spielt gar kein Call of Duty. Uwe ist ein großer Nintendo-Fan, war. Uwe hat einen Camaro bei Custom Kings tunen lassen, war. 9 von 10, Alter. Flying Uwe, ruf mich an, Alter. Junge, ruf mich an. Ruf mich an. Ich rufe dich zurück. Flying Uwe. Du bist der Beste. Ohne Scheiß, ich würde mal auch so richtig so einen Handkantenschlag von dir direkt in meinen Genick haben, Alter. So richtig BAM, Alter. So richtig so BAM, BAM, Alter. Nee, ich glaube, will ich nicht haben, gesagt so. Der hat ja so auch Dings hier, dieses MSA, oder ich glaube, heißt es MSA, ich weiß es gar nicht. UCI-Scheiße da, gesagt so. In diesem Käfig kämpft er. Okay, gut, er kennt es nicht, wie gesagt, so. Er denkt, er stellt sich jetzt einen Affenkäfig vor, wie gesagt, so, wo er drin herumrennt. Ach so, wie bei diesem einen Film. Wie bei diesem einen Film, wie gesagt, so, aber er weiß nicht, was für ein Film er meint. Gut. Ja, gut, Leute, das war's. Wir haben jetzt drei Dinge ausprobiert, wie gesagt. Wir haben Monte, wie gesagt, drin gehabt. Wir haben jetzt Flying Uwe drin gehabt. Wir haben Bibi drin gehabt. Und ich meine, wir haben relativ gut abgeschlossen. Ich denke, das ist okay. Ja. Wie gesagt, so, wir haben Monte 7, wie gesagt, so, Bibi 7. Und wir haben einfach mal den Flying Uwe sogar 9, Leute. Was habe ich denn falsch gemacht? Sieht man das drinne? Nope. Sieht man auch nicht drin in dem. Nö, da ist klar, aber ist nicht so schlimm, wie gesagt. Wir haben 9. Auf jeden Fall. 9. Davon machen wir ein Foto. Foto, mach mal eine schöne Mimik hier, Gestik. Nein, du sollst jetzt nicht davon ein Foto machen, du sollst da reingucken. Das kann ich dann als Foto machen. Ja, warte. Nein, ich setze meine Cappy auch so auf, weil dann bin ich auch voll der Gangster wie du, warte. Oder? Warte, wir machen so. Hört, Fotos fertig. Bis dahin, Ringhauen, Leute. War schön mit euch. Auf Wiedersehen.